Hallo und willkommen zurück. Ja, jetzt schauen wir doch mal. Ah, mit dem Köhler können wir noch reden, gell? Ja, dann reden wir mal noch mit dem werten Herr. Aha. Sehr liebenswürdiger Geselle, den wir da haben. B ist noch da. Bist du B? Ah ja, Kampfmeister. Okay, reden wir erstmal mit ihm. Weil das ist, Sie glaube von ich, der Verletzung gestern erholt? eine Ja, es Nebenquest. ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Oh, Deine Muttersöhnchen. Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahinsiechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Das ist richtig. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Klar. Klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Ja, ich würde sagen, dann latschen wir unserem Freund hier mal hinterher. Merke ich mir. Was zum Teufel? Kein so netter Geselle, ne? Aber wenn das hier größere Karten sein werden, was ich denke, wird das mit den Quests echt ein Highlight, glaube ich. Was zum Teufel? Ja, komm. Hopp, alter Mann, ich hab nicht ewig Zeit. Ah, ich bin nicht jung und ich hab auch keine Zeit. Oh, Schafe. Mäh, ihr Schafe. Vorwärts. Oh, da ist der Kampfplatz. Können wir hier irgendwo noch einbrechen? Oh, wir werden sowas von diebische Elstern sein. Losgehen? Klar, ich bin am Start. Da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Gut, dass ich einfach gar nichts kann. Gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Das bekomme ich, denke ich, hin. Im Kampf wird dein Gegner fixieren. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt hier nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. So, ah, hier haben wir es. Zuschlagen. Starker Angriff. Wähle die Richtung aus, der du angreifen willst. Okay. Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Zustechen. Das Coole ist, dass wir es jetzt mal erklärt bekommen, weil beim Kampf war es nicht so gut. Jetzt kriegen wir es ungefähr mal halbwegs erklärt. Schwache Angriffe sind meist schneller und das kennen wir ja. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Ui. Gegenspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Ich möchte auch gerne wissen, wie man sich verteidigt. So, du kannst Angriffe zu einer Combo aneinanderreihen. Starte dazu einen neuen Angriff, sobald der vorherige endet. Du kannst die Angriffszone wechseln oder die Angriffe einfach aneinanderreihen. Versuche R2 oder R1 sofort zu drücken, nachdem dein Schwert den Gegner getroffen hat. Okay.
Haha. Einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Ja, das ist richtig, aber jetzt weiß ich immer noch nicht genau, wie ich blocke. Das ist blöd. So, Moment. Hauptstufe bin ich jetzt. Ich kann Sachen erlernen, okay. Asket, was bringt denn das? Steht das dabei? Ah, Info, okay. Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Bett nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Puh. Der Duft des Mannes, wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings sind, ja, das ist alles so weder gut noch schlecht, ne? Deine Ausdauer regeneriert sich nach 20% schneller, jedoch langsamer. Speer erhöhen. Das hier ist mal was, was ich sagen muss. Speer 1 ist eigentlich sinnvoll. Ja, okay. So, hier können wir auch noch was erhöhen. Stärke, Agilität, Redekunst, Charisma können wir noch nicht ausbauen. So. Bollwerk, gegnerische Angriffe zu blocken, kostet dich 30% weniger Ausdauer. Huckepack, Leichen oder Bewusstlose zu tragen, verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt sich das Tragen nur halb so stark. Das ist eigentlich interessant. Okay, das haben wir jetzt. Da werde ich mich wohl nie dran gewöhnen. Speer 1, okay. Komme ich jetzt hier? Ah, okay. Ich finde, die Menüführung ist doch ein bisschen kompliziert. Finde ich zumindest mal. Umhauen. Erlaubt es dir, Leute aus einer geduckten Stellung heraus umzuhauen, okay. Es wird auf jeden Fall von der Übersicht her eine Katastrophe. Irgendwo habe ich noch Fähigkeit. Ich sehe es nur nicht. Das ist das Blöde. Redekunst, Charisma. Ja, okay, dann lassen wir das erstmal. So, dann gehen wir mal hier weiter. Wie gesagt, die Übersicht finde ich ein bisschen blöd gemacht. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Viel brauche ich? Brauche ich 50?
Ja. Wie gesagt, das Spiel ist doch ein bisschen komplexer, wie ich es erwartet hätte. Verkaufen. So. Toll. Ja. Glück und Gesundheit. Es wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. Wir werden Gott sei mit dir. jede Menge Spaß haben. So, jetzt haben wir das Zeug von Kunisch verkauft. Jetzt müssten wir eigentlich genug davon bekommen, oder? Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viel wir brauchen. Brauchen wir nur eine? Wie viel haben wir denn? Dein Ruf, dein Vermögen. Vielleicht reicht es ja schon, ich weiß nicht. Warenkorb ist halt eben nichts drin. Ah, ich habe nicht genug Geld. Da müssen wir einfach mal versuchen, wie viel wir bekommen. Preis 0,5. So, dann bekommen wir 10 Stück. Kaufen wir mal 10. Ja, 10 von 10 hat sogar gelangt. Einmal frei. Neue Stufe erreicht, Vitalität. Das war falsch. Hauptstufen. Dass man das hier nicht so... so wegdrücken kann wieder, dass jemand immer alles runterscrollen muss. Das ist Vitalität, haben wir was. Aber nichts, was uns was bringen wird. Naja, schauen wir später mal rein. Jetzt müssen wir zu D, wie Dummkopf. Aber ich weiß, dass ich mir hier im Spiel nicht viele Freunde machen werde. Das ist richtig. Schauen wir mal, was die Wache am Tor zu melden hat. Gott sei mit euch. Und mit deinem Und auch dir, Geiste. Heinrich. Wie geht's dir? Sehr gut. Ja, wir stippeln mal noch nicht hier, nicht in unserem Dorf. Später wird das sehr extrem, aber hier noch nicht. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiße ich dir heute Abend den Arsch auf.
Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Selbstverständlich. Das Bier vielleicht sogar auf mich? Jetzt übertreibt mal nicht. Du hast gelernt Recht und Ordnung, neuer Kodex-Eintrag. Oha. Tutorial. So, da muss doch auch Verteidigung sein. Ah, mit L3 ducke ich mich, das ist schon mal gut zu wissen. Aha, runter und dann R2. Probieren wir das gerade mal aus. Ah, das ist das hier, okay. Oh, wir haben noch so viel zu lernen. In Kuttenberg gemacht. Ach, alles Mögliche. Dort musste man überall mit anpacken, wenn man seinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Aber ich war dem Eisen nie fern. Ich würde Kuttenberg gerne einmal sehen. Ich nehme dich einmal mit, keine Sorge. Es ist eine schöne Stadt. Aber irgendwann wird einem klar, dass der beste Ort hier ist, an der Sasau. Wir haben gütige Adelige und fruchtbaren Boden. Und kennst du Herrn Ratzig gut? Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Klar. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Hast du mit dem Bier eine Weltreise gemacht? Es ist so schal und warm wie Pferdepisse. Geh und hol ein neues. Und das zahlst du selbst. Dummheit kostet. Bitte vielmal zum Verzeihung, der Herr. Das Bier ist zu warm. Schmeckt wie Pferdepisse. Pff. Ah ja. Das merke ich mir. Aber ich denke, wie gesagt, wirklich, dass wir hier mit Diebstahl und so sehr viel Geld verdienen können. Wir rauben außerhalb und verkaufen es hier. Wo ist denn meine Frau? Werte Gemahlin. Hallo? Was gibt's? Ich brauche noch ein Bier. Das andere war Vater nicht kalt genug. Soll ich es dir holen? Jawohl. Und ein Lächeln von dir. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Und schon wieder? Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. So, jetzt aber ohne Umwege zum Vater, dass das Bier auch nicht abläuft. Da je, hopp, hopp, hopp. Dock. Aber wie gesagt, grafisch gefällt es mir eigentlich wirklich sehr gut. Muss ich sagen. Gefällt mir. Nur wie gesagt, es ist ein bisschen von der Menüführung her ein bisschen unübersichtlich, finde ich.
Ah, hier unten haben wir noch Zustände, Gesundheit. Ah, okay. Sättigkeit 95 von... Ah, okay. Das wird auf jeden Fall die Hölle. Ich muss überall Essen klauen, wo es nur geht. Warum ich dich bat? Selbstverständlich. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut. Klar. Ich esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ich denke mal, das bekommen wir hin, Leute. Es ist schon sehr geil gemacht. Übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Hoffentlich war es nicht der Deutsche. Ich bin mir sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Soweit kommt's noch. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Ich bekomme hier über nur Salz. Hast du immer nur Ärger. Verstanden. Verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Ja, gehe ich auch nicht von also aus. Hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Hm. Darüber lässt sich streiten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Mal los. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Gut. Einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen. Baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser.
Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Aha. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Selbstverständlich, wie immer. Hallo, ich will hier weg. Aufgabe abgeschlossen. Hol die Nägel für Therese. Ah, habe ich schon gemacht. Also siehst du mal. Aber erstmal wieder. Kann ich Gegenstand kochen? Einen Topf geben? Warum kann ich nichts essen? Ich will was essen. Wir machen aus Scherz. Wie viel haben wir denn davon? Ja, wir machen mal einen Apfel rein. Hat das jetzt was gebraucht? Ne? Sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Oh, haben wir hier unsere Affäre, hm? Ein Frauenheld sind wir auch noch. Ui, es geht ja gut los. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Nicht schlecht. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Ja, dann schauen wir mal. Naja. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen, wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt.
Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Na, immer wieder gern geschehen. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, das hört sich auch nicht schlecht an. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Was ist denn jetzt los? Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Ich stell's an. Wir sind im Arsch. Der Bote war aber sehr schnell, wenn hier schon die Armee anrückt. Und ich habe mich nicht mal richtig umschauen können und es geht jetzt schon los. Ich bereue den Tag. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Ja gut, die Verteidigung war jetzt nicht so berauschend, ne? Verflixt und zugenäht. Ich weiß genau, was passiert. Oh Mann, und dann so knapp. So kurz davor. Nein! Martin, bitte nicht! Oh
Alter, was eine Drecksbande. Ich liebe die Videos zwischendurch, auch wenn sie natürlich das Spielgefühl doch etwas beeinschränken, aber... Schnapp dir ein Pferd und reite nach Teilberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang. Spring von der Mauer und verschwinde von hier. Tja, jetzt haben wir das erste Massaker erlebt. Unerwarteter Besuch. Trophäe, Sohn des Schmieds. Okay. So, habe ich jetzt hier gespeichert? Ich habe nicht aufgepasst. Ich kann im Kampf nicht speichern, das ist wieder sehr gut. Alter, was ist denn jetzt passiert? Aua! Toll, Game Over, du bist verblutet, Arschloch. Ja, es ist natürlich jetzt die Frage, wo ist mein Schwert? Ich habe doch ein Schwert gehabt. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Aber ich denke, ich mache jetzt auch gleich eine Aufnahmepause. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann, wenn nicht, dann eben nicht. Ja, wie hole ich jetzt das Schwert raus? Jetzt kann ich auch speichern. Das kostet mich einen Retterschnaps, okay. Da würde ich sagen, dann soll es auch für heute langen. Und danke fürs Zuschauen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder uns jetzt auf der Flucht befinden. Bis dann. Ciao, ciao.